begleiten euch durch die Nacht, Fischfans. Und nicht vergessen, kein Fang ist es wert, Leib und Leben zu riskieren. Selbst wenn es der größte, beste, fischigste Fang ist, den ihr je gesehen habt. Und an all euch Leuchtturmwärter, lasst die Leuchtfeuer nicht erlöschen. Das ist speziell für euch. Lange war er schon nicht mehr hier gewesen. Das Zimmer war staubig und ziemlich muffig. Die Tür nach oben war verschlossen. Klar, der größte Fisch, den Papa je gefangen hatte. Der Fischer hatte sein ganzes Leben lang versucht, einen ebenso großen Fang zu machen. Du hättest nicht zufälligerweise ein Gläschen Wasser für mich. Wasser. Er war noch am Leben. Das widersprach allem, was er je gelernt hatte. Er musste Wasser für den Fisch finden. Er musste etwas Wasser für das arme Tier finden. Ah, bei Neptun! Aus dem Hahn kommt kein Wasser. Thank you.
Nein. Es lief, doch über. Das Wasser überflutete das Modell. Schnell, halte den Atem an. Das Wasser schlug über ihm zusammen und die Erinnerungen kamen wie eine Flut zurück. Die Kälte, die Dunkelheit, das wütende Meer, das mit ihm spielte wie mit einer Stoffpuppe. Aber Moment mal. Puppen können nicht ertrinken. Nein, ein bisschen Wasser konnte diesen Fischer nicht aufhalten. Er wusste, aus welchem Holz er geschnitzt war. Ah, Wasser! Wasser! Überall! Aber... Gibt es auch irgendwas zu essen? Ich habe Hunger. Solchen Hunger. Es schien, dass Papa vergessen hatte, seinen ausgestopften Fisch zu füttern. Gibt es nicht irgendwo was zu essen? Es muss doch etwas zu essen geben. Wer bist du, o edler Fisch? Und weißt du, wie man die Spitze des Leuchtturms erreicht? Fragte der Fischer. Ich bin ein Großaugentun und meine Augen sind noch größer als mein Magen. Und wenn du nach oben willst, meine kleine Vorspeise, dann musst du mich erstmal füttern. Es muss doch etwas zu essen geben. Nichts zu essen. Ich bin am Verhungern, kann jeden Augenblick sterben. Wenn du nur etwas zu essen für mich finden würdest... Aha, Sardinen, die würden's tun. Große Fische fressen schließlich die Kleinen. Aber wie die Dose öffnen? Es war ein altmodischer Dosenöffner, an dem man von Hand drehen musste. Sie rochen antik. Aber ausgestopfter Fisch konnte kaum wählerisch sein. Worauf wartest du? Wirf mir eine Sardine zu. Ich werde sie fangen. Gut, gut. Aber ich brauche mehr. Viel mehr. Das sind alles nur Vorspeisen. Ich möchte jetzt endlich den Hauptgang. Nimm das mal. Eine Krete. Eine Fischkrete. Sie ist in meiner... Was nun? Es schien, dass der Fisch an seinem eigenen Appetit ersticken würde. Und einer Fischkrete. Der Fischer hatte Angst.
Wie viele Familienangehörige dieses Fisches hatte er auf der Jagd nach dem großen Fang schon erlegt? Aber woher weiß ich, dass du mich nicht auffressen wirst? Fragte der Fischer. Oh, großes Ozean-Ehrenwort. Du bist ja auch aus Holz. Und wahrscheinlich wurde bleihaltiger Lack verwendet. Der Fisch hatte sich mit seiner Gier überfressen. Jetzt da! Da war die tödliche Grete. Oh, danke, Fischer. Oh, ich konnte wohl nicht genug kriegen, oder? Ich wollte mehr, immer mehr, wie immer. Eine Obsession. Aber ihr langbeinigen Landläufer versteht das natürlich nicht. Ihr habt ja alles, nicht wahr? Was sollte die Marionette dazu sagen? Also gut. Der Schlüssel für die Turmtür ist draußen. Ich sah vor langer Zeit eine Figur, die ihn in der Nähe des Spiegels versteckt hat. Draußen? Eine große Figur? Ist das etwa Papa? Bring mich dorthin, rief der Fischer. Ich bin sicher, dass es irgendwo hier war. Komm hier rein. Sei nicht schüchtern. Willkommen bei Fischflug 123. Bitte halten Sie Ihre Arme ständig innerhalb des Mauls und keine Splitter, bitte. Wie ist Ihr Sitz, Sir? Es gab viel Beinfreiheit, aber die Aussicht ließ etwas zu wünschen übrig. Und es roch deutlich nach, Sardinen. Wir sind da. Achten Sie darauf, nicht zu stolpern. Der Schlüssel war zu hoch. Fände er vielleicht etwas, das er verwenden könnte? Vielleicht im Leuchtturmwärterhaus? Er musste nur den Schlüssel finden. Der Fisch hatte zuvor auf den Spiegel geblickt. Vielleicht war der Schlüssel irgendwo dort.
Ich kann dich nicht höher bringen. Ich fühle mich ziemlich voll. Vielleicht wäre eine Leiter ganz nützlich. Zeit, zum Leuchtturmwärterhaus zurückzukehren. Danke für die Hilfe, sagte der Fischer. Natürlich! Du hast mir geholfen zu erkennen, dass es mehr im Leben gibt als nur den größten Bissen. Manchmal ist ein kleiner Bissen süßer, saftiger, leckerer. Die Tür nach oben war verschlossen. Klar, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Was nun? Fragte sich der Fischer. Viel Glück, kleiner Leckerbissen. Danke, dass du mich befreit hast. Ich hoffe, dass du die Spitze des Turms erreichen wirst. Die Tür öffnete sich. Der Leuchtturm lag vor ihm. Der Fischer hatte gedacht, alle Antworten zu kennen. Er sollte aber schon bald erkennen, dass er sich vielleicht übernommen hatte. Melden Sie sich, Trawler, wenn Sie uns hören können. Kehren Sie sofort zum Hafen zurück. Ich wiederhole, sofort zum Hafen zurückkehren. Man sieht ja gut.